Nichts kann einen einzelnen Moment im Leben festhalten wie ein Foto. Deshalb stellt Fotografie auch einen ganz besonderen Teil des Kreativwettbewerbs Geschichte trifft Zukunft dar. Beim äußerst fotogenen Zisterzienserkloster Stift Stams traf man sich zur ersten Kontaktaufnahme der vielen begeisterten Schüler mit Starfotograf Paul Albert Leitner. Ja, jetzt ist es so, dass gewisse Spannung vorherrscht, denn ich muss ja jetzt dann schauen, wie die Schüler reagieren. Ich bin Hobbyfotografin, würde mir aber nicht zutrauen, die Jugendlichen beim Workshop zu begleiten. Und darum bin ich sehr froh, dass unser Schirmherr einer der bekanntesten österreichischen Fotografen ist, nämlich der Paul Albert Leitner. Geschichte trifft Zukunft. Ich glaube, das Gebäude verkörpert ja geradezu einen Teil von Tiroler Geschichte. Und wenn man rundum schaut, sieht man viele junge Leute. Also hier trifft sich wirklich ganz konkret Geschichte mit Zukunft. Der 1957 geborene Jembacher, heute in Wien lebend, ist vor allem als Selbstporträtist weltbekannt. Na, allgemein ist bei mir die Fotografie das halbe Leben. Ja, ich bin freischaffender Fotokünstler und sonst nichts. Ich fotografiere, dokumentiere, ich sehe, ich blicke und das Leben wird dann selber zur Kunst. Ich glaube, heute kommt niemand mehr an der Fotografie herum. Es geht ja immer wieder Anlässe, die man festhalten möchte. Allerdings, wenn wir in die Zukunft schauen, nach außen nicht so sehr bei den Fotos stehen bleiben, sondern weiter sich den Herausforderungen der Zukunft stellen. Und das gibt natürlich dann immer neue Bilder, das ganze Leben durch. Aber es ist ja gut, wenn Bilder uns begleiten. Es ist jetzt der dritte Workshop, diesmal eben Fotografie. Wir haben ganz tolle Rückmeldungen bekommen von den jungen Menschen. Es ist natürlich ganz was anderes, ob man direkt mit einem Fachmann oder mit einer Fachfrau an dem Projekt arbeiten kann, Tipps kriegt, Ratschläge kriegt. Und noch dazu, wenn das dann berühmte Persönlichkeiten sind, dann ist das, glaube ich, ein tolles Erlebnis. Nicht nur ein lehrreiches Erlebnis, sondern auch ein tolles Erlebnis für die jungen Leute. Das ist ein schwieriges Thema. Es ist nämlich für mich auch, wäre eine Herausforderung, Zukunft zu fotografieren. Aber was die Fotografie kann, ist die Gegenwart festhalten. Und wir wissen ja aus der Philosophie, jetzt vor einer Sekunde, das war schon Geschichte. So ist es.